der März ist vorbei, aber damit ist nicht der feministische Kampf vorbei. Und da Feminismus alle angeht, habe ich Männer gefragt, die sich beim IKEA engagieren oder beim IKEA arbeiten, wie sie sich eigentlich mit ihrer Männlichkeit beschäftigen. Denn das ist für mich ein super wichtiger Punkt. Ab irgendeinem Feminismus ist für alle Geschlechter da, nicht nur für Frauen oder queere Personen. Und deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch. Warum ist es wichtig, sich als Mann mit Männlichkeit zu beschäftigen? Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft. Das heißt, dass Frauen und queere Menschen systematisch unterdrückt werden, jeden Tag. Und ich möchte was dagegen tun, gegen diese Ungerechtigkeit. Wenn wir als Männer etwas dagegen tun wollen, uns dem feministischen Kampf anschließen wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, welche Rolle wir spielen. Das heißt, wir müssen unsere Männlichkeit besser verstehen, um dieses ganze System besser zu verstehen und um dann entscheiden zu können, was unsere Position im feministischen Kampf sein kann. Ich finde, kritische Männlichkeit ist sehr wichtig, vor allem wenn Männer sich ihre Rolle in der Gesellschaft ständig fragen. Und ich finde auch, das ist sehr gut, weil wir unterstützen oder helfen, dass die Gesellschaft einfach gerechter sein kann durch die Dekonstruierung von den Verhalten Mustern. Ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, welche privilegierte Position Männer in unserer Gesellschaft immer noch einnehmen und welche Erwartungen unsere Männlichkeit damit einhergehen, dann wurde mir zumindest sehr schnell bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Aber auch, dass wir Männer da eine aktive Rolle bei der Mitgestaltung von einer gerechten Welt spielen können und auch tun sollten. Und allein das sollte ja Grund genug sein. Was waren die Momente, wo du dachtest, vielleicht sollte ich mich damit auseinandersetzen? Besonders habe ich auch angefangen, mich mit Männlichkeit auseinanderzusetzen, seitdem ich angefangen habe, Grundschullehramt zu studieren, vor 4,5 Jahren. Einerseits natürlich, weil das ein Berufsfeld ist, in dem deutlich mehr Frauen aktiv sind. Das heißt, ich bin Teil einer Minderheit, was sozusagen eine ungewöhnliche Erfahrung vielleicht erstmal ist als weißer Mann in Deutschland. Mir ist es aber noch viel wichtiger geworden, seitdem ich in Schule war und gemerkt habe, die Kinder von der ersten Klasse an wissen ganz genau, was männliche Rollenbilder sind, was weibliche Rollenbilder sind, wie unsere Gesellschaft hierarchisch anhand von Geschlecht strukturiert ist. Und das möchte ich bekämpfen. Das ist furchtbar, wenn ich sehe, wie die Kinder auch daran leiden. Ob das jetzt Kinder sind, die unzufrieden sind mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit oder einfach nur Kinder, die das anders ausleben wollen als vielleicht dominante MitschülerInnen. Das motiviert mich immer wieder, auch daran zu bleiben an dem Thema. Ja, ich bin gewachsen in eine sehr dominierende Gesellschaft von Männern, sehr patriarchal. Und ja, also ich habe bemerkt, dass ich viel Sexismus und Ausgrenzung gegen Frauen gesehen habe. Dann kam zu mir die Idee, also dass ich sollte nicht nur für Feminismus mich einsetzen, sondern auch so meine eigene Rolle auseinandersetzen. Deshalb wollte ich so mit kritischer Männlichkeit anfangen. Ich glaube, ich kann da gar keine richtigen Momente sagen, sondern es ist eher immer noch ein Prozess. Es hat damit angefangen, dass an mich und meine Rolle als Mann bestimmte Erwartungen herangetragen wurden, in denen ich mich einfach nicht wiedergefunden habe. Und dann kamen noch viele Erzählungen dazu von FreundInnen mit ihren Erfahrungen mit Männern. Und ich glaube vor allem dann als Bestärkung für mich, dass es auch anders geht, waren dann einfach Männer, die ich kennengelernt habe, die ihre Männlichkeit ganz anders ausgelebt haben und wo ich mir gedacht habe, so hey, es geht auch anders und ich bin auf dem richtigen Weg. Und welcher Aspekt von solidarischer oder kritischer Männlichkeit beschäftigt dich gerade ganz besonders? Unsere Gesellschaft ist sexistisch strukturiert, wir nennen es Patriarchat. Und dieses Patriarchat betrifft uns alle und wir müssen es aber auch alle zusammen bekämpfen. Denn wir wissen, dass bei jeglicher Diskriminierung, wenn nur die Personen, die negativ davon betroffen sind, dagegen kämpfen,
dann wird sich daran nichts ändern oder wird es zumindest nicht komplett aufgelöst werden können. Das heißt, wir Männer müssen Teil der feministischen Kämpfe sein. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass sich wirklich was verändert. Ja, ich halte es als POC-Cis-Mann in Berlin, versuche mit anderen Personen mit Migrationshintergrund einfach so dieses Thema besser zu erlernen. Unsere Erfahrung ist nicht so groß, aber deshalb finden wir, dass einfach, was wir hier in Deutschland erleben, ganz anders ist im Sinne von politischer Männlichkeit als weiße Männer zum Beispiel. Deshalb versuchen wir tiefer zu gehen und uns auch so für Feminismus einzusetzen und die Aktivisten, die feministische Aktivisten zu unterstützen. Zurzeit beschäftigen mich vor allem die Aspekte, wie ich das auch im alltäglichen Leben umsetzen kann. Das heißt, zusammenleben, zusammenarbeiten, zusammen wohnen. Genau, und wie ich so meine oder wie ich andere Männer dazu ermutigen kann, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ob es irgendwie durch einfach Vorleben ist oder einfach dadurch, dass ich jetzt in diesem Video sitze, was ja dann vielleicht auch schon richtig ist. Und was bedeutet das konkret? Also welches Verhalten veränderst du und worauf achtest du besonders? Solidarische Männlichkeit bedeutet für mich, dass ich gemeinsam mit Menschen in meinem Umfeld, die von Sexismus betroffen sind, Positionen beziehe, ganz klar, gegen Sexismus und für eine Gesellschaft, die geschlechtergerecht ist. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass ich betroffene Menschen in meinem Umfeld unterstütze, wenn sie Sexismus erfahren, ihnen den Rücken stärke und gemeinsam mit ihnen versuche, ein politisches Klima zu schaffen, in dem niemand mehr Angst vor sexistischen Übergriffen haben muss, sondern in dem sich alle einer solidarischen Gemeinschaft sicher sein können. Ich kann sagen, ich habe mein Verhalten nicht so stark geändert. Trotzdem achte ich auf die Sprache oder die Weise, mit der ich mit Frauen spreche. Auch versuche ich, meine Stereotypen und Bilder im Kopf abzubauen. Ich kann sagen, meine Erziehung und meine Kultur wurde sehr stark von patriarchalen und sexistischen Verhalten geprägt. Deshalb versuche ich hier in Berlin auch mit meiner politischen Gruppe das weiter zu bearbeiten. Konkret bedeutet das für mich, dass ich probiere, bei der Zusammenarbeit oder in dem Zusammensein einfach immer probiere, möglichst viele Perspektiven mit einfließen zu lassen und die zu berücksichtigen und daraus zu lernen. Und was es noch konkret für mich bedeutet, ist, dass ich bei Meinungen, bei denen ich einfach nicht genug weiß, meinen Mund halte und probiere, dazu zu hören und einfach dazu zu lernen. Was möchtest du anderen Cis-Männern mit auf den Weg geben? Ich möchte euch drei Sachen mitgeben. Zuallererst, fangt an, euch mit eurer Männlichkeit auseinanderzusetzen und mit Sexismus. Genau, das ist total einfach, aber auch das Wichtigste, deswegen gleich am Anfang. Die zweite Sache ist, wenn ihr Kritik bekommt, Leute euch dafür kritisieren, dass ihr mackerhaft wart, dass ihr dominant wart in der Diskussion oder einen Spruch daneben war, dann fangt nicht an, euch zu rechtfertigen, wie das gemeint war oder die Person zu kritisieren, die euch diese Kritik entgegengebracht hat, sondern nehmt es an als Kritik, guckt, was ihr daraus lernen könnt. Und der dritte Punkt ist, setzt euch mit Perspektiven auseinander, die ihr nicht habt. Denn die gehören auch zum gesamten Bild dazu. Heißt, setzt euch zum Beispiel mit Themen auseinander wie Menstruation und Ungerechtigkeit, die mit Menstruation in unserer Gesellschaft auch noch verstärkt wird. Oder aber mit sexualisierter Gewalt. Viele solcher Themen, die da draußen sind, setzt euch damit auseinander, damit ihr diese Gesellschaft besser versteht. Setzt euch mit Sexismus auseinander, setzt euch mit eurer Männlichkeit auseinander. Das auch nochmal zum Schluss. Ja, also ich würde anderen Cis-Männern sagen oder einladen, dass dieses Thema von kritischer Männlichkeit sehr interessant ist und wir können vieles machen. Zum Beispiel, ihr könnt auf die Sprache achten, ihr könnt gegen sexistische und patriarchale Verhalten in der Gesellschaft so kämpfen, ihr könnt euch weiterbilden, ihr könnt mit anderen Cis-Männern reden und sie aufmerksam machen, dass diese Problematik sehr stark in der Gesellschaft ist. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß und ich glaube, wir
haben die Verpflichtung als Cis-Männer, uns also einzusetzen, um gegen diese starke Problematik so zu kämpfen. Anderen Cis-Männern mit auf den Weg geben würde ich auf jeden Fall, dass sie offen sein sollten für neue Perspektiven oder für andere Perspektiven. Anderen Menschen zuhören, wenn sie mit ihnen etwas teilen möchten. Und wenn sie aus Situationen rausgehen mit einem komischen Gefühl und sich denken, irgendwas war da gerade nicht richtig, diesem Gefühl auf jeden Fall nachgehen und da ein bisschen in sich hineinhören. Das drückt oftmals nicht. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich, dass ich mit solchen Menschen zusammenarbeiten kann und dass wir den Kampf gemeinsam voranbringen und ein solidarisches Miteinander.